Gisela Doppel durchlebt eine schwere Zeit. Vor ein paar Wochen wird erst ihr Arm plötzlich taub, dann auch das linke Bein. Die 68-Jährige denkt sofort an einen Schlaganfall, eilt ins Klinikum Kulmbach. Die Ärzte dort erkennen schnell, was zunächst wie ein Schlaganfall aussieht, ist ein Gehirntumor. Es muss operiert werden, um herauszufinden, ob er gut oder bösartig ist. Alles läuft komplikationslos. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Schmerzen gehabt. Das Einzige, was ich gedacht habe, ich habe einen Boxkopf hinter mir. Wenn sich innerhalb der ganze Kiefer wenn das knirscht. Aber Schmerzen null. Ein Grund dafür sind auch die modernen Operationsmöglichkeiten, die es inzwischen gibt. Neurochirurgin Dr. Monika Folosea arbeitet mit Hilfe eines speziellen Mikroskops. Außerdem kommen ein Navigationsgerät und ein den Tumor färbendes Medikament zum Einsatz. Hightech im Operationssaal, der für die Patienten viele Vorteile bringt. Mit der Neuronavigation kann man den Tumor wesentlich genauer lokalisieren und auffinden und somit die Schädeleröffnung auch klein halten. Und mit dem Medikament, das den Tumor anfärbt, kann man die Operation präziser gestalten. Man kann das gesunde Hirngewebe vom Tumorgewebe ganz klar abgrenzen und damit dem Patienten die eloquenten Areale, die vielleicht zu Lähmungen führen, beim Patienten schonen. Neurochirurgen behandeln neben Gehirntumoren auch Krankheiten an der Wirbelsäule. Auch dafür gibt es heutzutage hochmoderne Geräte, die die Operateure unterstützen sollen. Zum Beispiel dieses O-ähnliche Durchleuchtungsgerät. Die Ergebnisse sind vergleichbar mit einer Computertomographie. Das ist streng genommen keine Computertomographie. Das sind viele Schichtaufnahmen, die allerdings dann als Bild im Prinzip eine CT-Untersuchung ergeben. Das erleichtert dem Operateur mehr oder weniger, dass er beim Operieren die Tiefe weiß. Also vor der Wirbelsäule liegen zum Beispiel große Gefäße, in der Wirbelsäule sind Nerven enthalten. Man kann also beim Operieren an der Wirbelsäule intraoperativ, also recht genau mit einer Exaktheit von Bruchteilen von Millimeter feststellen, wo man eigentlich ist. Zudem kann während der Operation kontrolliert werden, ob beispielsweise Implantate richtig sitzen. Die moderne Medizin entwickelt sich rasant. Das fordert nicht nur Ärzte am Klinikum Kulmbach, sondern das gesamte OP-Personal im Bereich der Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie. Es ist sehr umfangreich vom Instrumentarium, vom Handling des Instrumentariums, von der Zusammenstellung der verschiedenen Systeme, die es gibt. Und diesbezüglich machen wir fortwährend Fortbildungen für die Mitarbeiter, damit es für alle wirklich gut sich widerspiegelt und die Sicherheit beim Personal auch gegeben ist. Sicherheit, keine Frage, auch ein Thema, das Patienten beschäftigt. Schließlich geht keiner angstfrei in eine Operation. Peter Pfeiler zum Beispiel ist an der Wirbelsäule operiert worden. Nach unbeschreibbaren Schmerzen sieht er keinen anderen Ausweg mehr. Ich bin eigentlich nicht sehr empfindlich, aber ich muss sagen, es gibt keine Alternative. Und das hat mir auch der Chefarzt erklärt, der mit Sicherheit nicht operieren wollte, um jeden Preis, sondern er hat mir das erläutert und ich hatte nicht einmal 10 Minuten Zeit zu überlegen. Das war für mich wirklich die einzige Alternative. Bei Peter Pfeiler sind die Schmerzen verschwunden. Keine Sekunde hat er seine Entscheidung bereut. Genauso wie Gisela Doppel. Bei ihr ist der Weg zurück zwar noch lang, aber die 68-Jährige wird kämpfen. Gemeinsam mit den Ärzten.